Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben immer noch einen ganzen halben Monat Juni vor uns. Komisch, im letzten Monat ging das so ruckzuck von der Hand und diesmal müssen wir wieder einen Zweiteiler machen. Ist sehr merkwürdig manchmal. Ja, und ich muss gleich noch was nachtragen. Ich hatte ja im ersten Teil mit Kriminalrat Obermoos erwähnt, dass da eine Zwischenmusik ist, die ich so ganz toll fand, wegen dem Und ich habe es mittlerweile rausgefunden. Es ist Wonderland by Night von Bert Kempfert, was da gespielt wird. So. Das mit dem Hund. Ja, und ja, jetzt können wir in die zweite Monatshälfte des Juni starten und du darfst gleich loslegen. Ja, ich habe nämlich was gehört, etwas, was beim SRF laufen wird. Eine DRS-Produktion, dementsprechend auch aus 1977. Da hat man tief ins Archiv gegraben, gebuddelt, geschaufelt. Ich höre jetzt auf. Ein Hörspiel von Robert Junot, Robert Unit, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist glaube ich Schweizer, also ich denke mal, dass es eher französisch gesprochen wird. Okay, also Robert Junot. Das Hörspiel heißt Rohrbruch und steht zum Download dann auch ab dem 16. Juni beim SRF. Und ja, das ist ein Krimi und ein besonderer einer, würde ich sagen. Ein sehr reduzierter einer, also auch reduziert, was die Handlung anbelangt, denn es geht um einen Banküberfall. Und dieser Banküberfall, der geht nicht so ganz glatt, wie die Verbrecher vor allem sich das wünschen. Und zwar wollen die Verbrecher, also kommen in die Bank rein und Rohrbruch, ne, geben halt vor, dass da etwas in den Leitungen ist und dass man ihnen doch Bescheid gesagt hat und dass sie das jetzt reparieren und dann zack, bums, lassen sie die Masken fallen, nicht fallen, sondern setzen sie auf, / erzählen, dass sie die Bank ausrauben wollen. Und in dieser Bank ist etwas Spezielles, denn da ist auch gleichzeitig noch eine Frau, ich hoffe, ich verrate jetzt noch nicht zu viel, vielleicht ein kleiner Spoiler vorweg, die auch so ein bisschen was auf dem Kerbholz hat. Also sind nicht nur die zwei Ganoven die einzigen, sondern ja, da ist auch noch diese Frau. Und das eigentlich Besondere an diesem Kriminalstück ist, dass das ganz normale Leute sind letztlich, die da aufeinanderprallen. Also das sind keine Superschurken, da sind keine Leute, die da irgendwie den Helden spielen wollen, sondern das sind irgendwie so ganz in Tüdelchen gewöhnliche Leute, die halt in prekären Situationen gekommen sind und deswegen eben diesen Bankeinbruch machen. Gleichzeitig hat man dann natürlich auch, klar, die Polizei auf der anderen Seite, die versucht, diese Geiselnahme, die es dann wird, irgendwie aufzulösen, möglichst ohne, dass da jemand zu Schaden kommt. Und so ist das durchaus auch spannend, aber das eigentlich Besondere bei diesem Ding, also empfand ich zumindest so, ist tatsächlich gar nicht mal diese bedrohliche Situation ist, sondern die Leute selber, wie auf diese Leute geguckt wird und wie die dargestellt werden. Und das ist das eigentlich Spannende. Es ist kein Überhörspiel, das muss man auch dazu sagen, aber hat durchaus seinen Charme. Also wer so auf Hörspiele älterer, ruhigerer Gangart steht, der kann da gerne mal ein Ohr riskieren, wird da garantiert nicht enttäuscht, weil, wie gesagt, so ein paar Besonderheiten hat das Ding. So ein bisschen Schwitzerdütsch muss man natürlich einkalkulieren, geht aber, finde ich, kann man verstehen und das könnt ihr euch gerne gönnen. Das klingt doch gut. Ja. So, wir springen in den Handel, denn am 16. Juni ist das auch wieder Freitag und da gibt es vieles Neues. Unter anderem erscheint eine neue Folge der Reihe 5 Geschwister, schon die Folge 38, Der verschollene Baron, natürlich bei Gerd Medien. So, jetzt darf ich mal sagen, der Bussi Bär ist zurück mit Folge 8. Kasperls Reise zum dem Teufel. Okay, Rolf Kauka hat die Geschichte geschrieben. Bei Maritim ist er erschienen 1984, jetzt bei All Ears im Stream. Ja, und die Reihe Die Vier vom See geht weiter. Jetzt das Ganze gelandet bei Gerd Medien. Und die Folge 3 wird erscheinen unter dem Titel Das Bild des Meisters. Und Folge 1 habe ich frisch gehört, da werden wir dann später noch zu was sagen. Okay. Dann bei Europa Koppenrad gibt es Folge 2, Die fliegende Schule der Abenteurer, Der Dschungel im ewigen Eis. Ja, und bei Saphir-Tonart gibt es Neues von unserem Kollegen Gordon Black, der ja irgendwie verwandt ist mit unserem Gordon Bleu, aber so genau das weiß man noch nicht. Der eine aber ist vielleicht stellt sich das in dieser Folge 0 raus, die nämlich jetzt erscheint. Der Fall Hanako Kamara heißt das Ganze, ist bei Saphir-Tonart und für so eine Nuller-Folge könnte ja schon sein, dass man da so ein paar Hintergründe erfährt. Mal gucken.
Dann gibt es eine neue Huibu, also Original, wenn man so will. Also nicht Original, aber na, neue Welt. Huibu Folge 38, die listige Lüge bei Europa. Ja, und bei Contendo gibt es einen neuen Küstenkrimi, die Folge 12, Blutige Wogen Teil 1. Und das stammt aus der Feder von Frank Hammerschmidt. Bei ET Media geht es auch weiter mit Leo und die Abenteuermaschine, Folge 23, New York, New York. Und bei Moriarty zwischen Genie und Verbrechen gibt's die Folge 9, Böse neue Welt aus der Feder von Marc Freund, und das Ganze erscheint bei Maritim. Dann Prinzessin Lillifee, mein zauberhaftes Tierhotel, was ist das? Kommt mit Folge 1, die Murmeltiere kommen und die verzauberten Alpakas bei Koppenrad in Europa. Holy shit. Nee, in dem Fall Koppenrad in Europa, aber naja, gut. Professor Van Dusen, die neuen Fälle, da gibt es Folge 34, Professor Van Dusen klopft auf Holz bei Maritim. Ich hoffe, das hat nichts mit Hedges Kopf zu tun. Ich hoffe doch. Sherlock Holmes Legends gibt es bei Holysoft. Folge 19, das Tal der Angst. Folge 1, der Mord in Birdstone. Bei Snorri von Europa gibt es die Folge 4, Snorri und die gestohlene Muschel. So, Deckel zu. Ja, Deckel zu, genau. Ab ins Radio. Um 14 Uhr am Samstagnachmittag, 17. Juni, gibt es im Ö1 das Hörspiel Der Lampenschirm von Kurt Götz zu hören. Eine ORF-Produktion aus 1969. Ja, und muss man, also Kurt Götz, wer ihn nicht kennt, hört euch das an. Das ist garantiert lustig. Also ich kenne den Stoff nicht, aber alles, was ich bisher von Kurt Götz mitbekommen habe, war zum Niederknien, und von daher habe ich sie gerne mal mit reingenommen als Tipp, als unbekannten Tipp, aber merkt euch das mal, das könnte durchaus was werden. Ja, eine Ursendung gibt es bei WDR 5 am 17. Juni 19.04 Uhr läuft das Kinderhörspiel Pembo, halb und halb macht doppelt glücklich, der erste Teil, der zweite Teil folgt dann eine Woche später. Das Ganze ist aus der Feder von Aische Bosse. Dann gibt es eine Ursendung am Samstag um 23.03 Uhr im SWR 2. Tod, Traum, Liebe heißt das Hörspiel von Manuela Reichert, eine SWR-Produktion. Ja, und noch eine Ursendung am 18. Juni 18.30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Zärtlichkeiten, eine Anthologie mit 10 Kurzhörspielen von diversen Autoren, also 10 Stück insgesamt, in der Regie von Judith Lorenz. Und das Ganze, wie gesagt, erstmals bei Deutschlandfunk Kultur zu hören. So, schnallt eure Ohren an. Es kommt ein Eugen Egner und einer, den ich vorher noch nicht gehört hatte. Und um Himmels Willen ist der gut. Sonntagabend, 18. Juni, 19.04 Uhr im WDR 3 gibt es das sensationelle Das Schattenfräulein von Eugen Egner. Eine WDR-Produktion aus 2006 unter der Regie damals von Angeli Backhausen. Ja, worum geht's? Es ist ja bei Eugen Egner mal ein bisschen schwierig, Handlung so abzubilden, weil das ja auch immer sehr, sehr vielschichtig ist. Letztlich steht ein Mann im Mittelpunkt, der eine schwer kranke Mutter hat, die im Krankenhaus liegt, die er jeden Tag besucht. Er bringt ihr immer ein Geschenk mit, nämlich eine essbare Schallplatte, die ihr Mann, der Bäckermeister oder Konditormeister, immer für sie backt und dann etwas aufnimmt und Grüße übermittelt. Und die Schallplatte hören sie sich dann natürlich auch immer an im Krankenhaus. Und dann könnte man die ja auch essen, aber das muss dann immer der Sohnemann wieder mitnehmen, weil die Frau diese Schallplatte nicht essen will. Ja, er wohnt bei einem Mann, dem auch eine Besonderheit anhaftet, der züchtet nämlich Fliegen. Auch etwas Besonderes. Und im Krankenhaus passiert dann noch etwas, und zwar trifft dieser Mann, wenn er seine Mutter besucht, auch auf ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar erzählt von der ebenfalls schwerkranken Tochter, die sich nämlich genau wie die Mutter im Verschwinden befindet. Na, wie heißt es immer? Sie verliert an Substanz, genau. Ja. Ja, genau. Das ist so das Problem der beiden. Und ja, so die Tochter eben auch. Das ist übrigens das ominöse Schattenfräulein. Naja, oder auch nicht. Das ist so ein bisschen verwurschtelt. Und dieses Ehepaar, weil die den jungen Mann so sympathisch finden, laden ihn zu sich nach Hause ein. Denn das Schattenfräulein geht tatsächlich nach Hause aus dem Krankenhaus. Und ob er da nicht einfach mal zu Besuch vorbeikommen kann. Und das tut er dann auch. Und ist völlig fasziniert von dieser Frau, die aber
aber ganz irgendwie merkwürdig ist und ganz was Besonderes hat. Ja, so viel zu den Rahmenbedingungen. Das große Problem dieses Mannes ist aber, dass er von Stimmen verfolgt wird. Und diese Stimmen kommen einem beim Hören dann doch sehr bekannt vor. Die eine Frau nämlich, die ihn ständig, wirklich ständig maßregelt und auslacht und verlacht und runterzieht, hat die Stimme der Mutter. Hm. Und das andere ist irgendwie doch die Stimme des Vaters. Und so wird er halt ständig begleitet und der Hörer eben auch. Und das ist doch sehr niederschmetternd, was man da zu hören bekommt. Und so ist der Mann halt in gar keiner so richtig guten Stimmung. Die Mutter wirft ihm immer vor, Zeit seines Lebens, dass ihm etwas Frauliches inne wohnt. Und das passt der Mutter irgendwie überhaupt nicht. Und dieses Schattenfräulein, das wittert da eine Chance. Aber vielmehr will ich, glaube ich, nicht verraten. Das klingt jetzt entsetzlich merkwürdig und verwurstelt und ganz und gar komisch. Ist es auch. Es ist auch sehr komisch, ja, wie einfach die Egners immer komisch sind. Das absolut Faszinierende bei ihm ist aber immer, sobald man in dieser Welt drin ist, nimmt man das einfach so hin. Das ist jetzt nicht völlig normal, aber das ist voll okay. Man macht sich da gar keine großen Gedanken, sondern man weiß, okay, Eugen Egner dreht das dann am Ende irgendwie so hin, dass das alles Sinn ergibt. Und so ist es eben auch hier. Und das Faszinierende ist halt, dass dieses Ding sehr vielschichtig ist. Viele Ebenen sich aufschlüsseln. Man als Hörer da auch so ein bisschen labyrinthisch da auch eindringen kann in dieses Ding. Und halt parallel noch das Ding saukomisch ist. Hm. Und das ist so eine granatenstarke Kombination, die einem da entgegenkommt. Also ich fand das total super, auch ein super toller Egner. Und bitte hört euch das an, das ist ganz toll. Ja, ich möchte dir allen beipflichten. Es klang jetzt nur so, als wäre es furchtbar kompliziert. Ist es gar nicht, tatsächlich. Man muss sich halt nur tatsächlich einfach mal reinfallen lassen und das einfach mal alles als gegeben hinnehmen, was man da erzählt bekommt. Es macht am Schluss auch alles irgendwie Sinn. Also ich finde das ja faszinierend, wie Egner das immer wieder schafft, so eine krude Welt zu konstruieren, die am Schluss dann aber so schlüssig in sich ineinander greift, dass das alles wirklich Sinn ergibt. Ja, ich war auch sehr fasziniert und habe sehr viel, ja, mich gewundert, aber auch sehr viel geschmunzelt und gelacht. Also ich sage nur, Schubert-Lieder singen ist sensationell. da wäre ich gern bei den Aufnahmen dabei. Das ist auch wirklich meistens auch sensationell in dem Moment. Ja, also Heinrich Schmieder ist sensationell da. Und also ein dickes, fettes Lob. Also generell erstmal an die ganze Besetzung. Ja. Aber Irm Hermann ist einfach der Wahnsinn. Das hätte auch kein anderer. Vielleicht Hedi Kriegiskotte noch, aber ich glaube, Irm Hermann ist da, ich glaube, die perfekteste Besetzung dafür, oder? Ja. Das ist, ja, das kann gar nicht besser sein. Also ganz, ganz tolles Stück und ja, gönnt euch das gerne und lasst euch da mal richtig reinfallen. Scheut euch nicht vor dem Skurrilen. Haltet durch, es lohnt sich wirklich. Ja, macht das. Ja, wir springen in den Handel. Am Dienstag, den 20. Juni, gibt es was Neues bei Holysoft und zwar ein neuer Holy-Klassiker erscheint. Die geheimnisvolle Insel nach Jules Verne wird dort nämlich erscheinen. Ja, dann gibt es wieder eine Ursendung. Am Mittwoch, den 21. Juni um 20.05 Uhr im BR2 gibt es ein neues Hörspiel von Friedrich Arnie in der Ursendung und zwar den ersten Teil von Liebe minus Null, eine BR-Produktion. Friedrich Arnie wird immer mehr zum Radiostar, habe ich das Gefühl, denn er wird auch den nächsten Radiotatort für den SWR schreiben, kann ich schon mal hier verkünden. Cool. Da tut sich noch ein bisschen was, also nicht nur beim BR, sondern jetzt auch noch beim SWR wieder. Ja, man darf gespannt sein. Also der Dreiteiler läuft an den drei Mittwochen, 21. Juni, 28. Juni und dann der erste ist dann der 5. Juli, genau, ist das zu hören. Ja, dann startet oder beziehungsweise gibt es wieder einen Podcast am Mittwoch, den 21. Juni, nämlich Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast beim SWR. Und da gibt es wieder eine alte SDR-Produktion zu hören, und zwar aus dem Jahr 1972 mit dem Titel Das Aquaversum von Ingo Herrmann. Dann kein Mucks das wieder. Und zwar, es ist ja Donnerstag, da gibt es wieder was Neues im Podcast, nämlich das Hörspiel Wer ist wer von Rod Beecham, eine SDR-Produktion aus 86. Ja, wird auch Zeit. Das Ding lief schon im Januar beim SWR, stand auch da zum Download. Deswegen hatten wir es euch schon in der passenden Orcast-Ausgabe auch schon vorgestellt. Könnt ihr gerne reinhören. Also jetzt gibt es das Ganze dann auch im regulären Kein-Mucks-Podcast. Das ist das mit dem Zug, oder? Ja, genau. Ah, ja, das ist genau. Yeah.
Ja, dann am 23. Juli gibt es bei WDR 3 den ersten Teil von Miss Terry. Das Hörspiel nach oder von Lisa Cody hatten wir euch ja vor 2 Jahren schon vorgestellt. Und in der Regie von Petra Feldhoff ist es damals erschienen. Ein ganz, ganz großartiger Krimi. Spannend und hintergründig, böse. Gönnt euch den gerne. Wie gesagt, er läuft nochmal am 23. und 30. Juni als Zweiteiler und gibt es natürlich auch im WDR-Hörspielspeicher. Zum Download. Eins der besten Hörspiele 21, ja. Ja. Dann gibt es etwas Älteres, was der SRF ausbuddelt, und zwar aus den Archiven des NDR. Und zwar am Freitag, den 23. Juni, 20 Uhr, gibt es im SRF 1 Ein perfekter Freund mal wieder zu hören nach Martin Sutter, die NDR-Produktion aus 2003. Das hatten wir euch auch irgendwann mal vorgestellt. Ja, dann gibt es eine Ursendung bei Bayern 2 am 23. Juni, 21:05 Uhr, ein Hörspiel mit dem Titel Astra Galus von Albertin Sarrazin. Ich denke mal, das klingt französisch, es wird wohl auch französisch sein. Ansonsten ist es Albertine Sarrazin. Klingt nicht ganz so sympathisch irgendwie, ich weiß nicht warum. Wegen Sarrazin vielleicht? Ach nein. Weiß es nicht. ja, genau. Und wie gesagt, das erstmals zu hören am 23. Juni 21:05 Uhr bei Bayern 2. Ja, dann ist wieder Freitag. Jetzt bin ich. Du hast ja den Bussi-Bär, hast du ja abonniert, ja. Anna Hacke. Bussi Bär, der Ausflug der Schaukelpferde. What? Und Bello geht fischen. Das kam damals bei Deka raus und jetzt bei All Ears im Stream. Ja, was Neues gibt es bei den Abenteuer der letzten Helden. Da erscheint Folge 12 mit dem Titel Tortuga bei Holysoft. Ole, ole. Ach nein, die Fußballbande. Sind Folge die anderen. 18. Abgestürzt gibt es bei Holysoft. Ja, und Hedda Hex, ein Hörspiel von Europa, erscheint am 23. Juni ebenfalls. Die Folge 16, Das Geheimnis des Phönix. Bei Irene Adler geht's auch weiter mit Folge 17, Menschen der Erde, natürlich bei Maritim. Und eine neue Jack Turner-Folge wird es auch geben, nämlich die Nummer 4 schon. Das Haus der Toten erscheint auch am 23. Juni. Und bei Playmobil-Hörspiele geht's auch weiter mit Folge 3, Adventures of Iuma, Sehnsucht nach dem Seelentier. Ja, bei Team Campus kommt Folge 13, die vergeigte Meisterschaft, das Versprechen und der Schlendrian, die erscheinen bei Leonine. Ja, der Schlendrian, das passt ja. Ja. Auch ist das Zeit, dass das mal sich ändert. Oh. Ja, hoffentlich. Also wenn ihr uns jetzt hört, dann wisst ihr es ja schon, aber wir sind also jetzt ganz noch... Wenn Dortmund das jetzt vergeigt, dann bin ich bis in alle Ewigkeit so stinksauer auf die, das... Nee. Ja, einfach, das wird schon. Ja, es gibt aber noch eine weitere Folge Team Campus, weil eine ist ja nicht genug. Die Folge 14 wird auch erscheinen, aber die hat noch keinen Titel. Ja, dann gibt es doch was sehr Spezielles. Und zwar am Samstag Nachmittag 14 Uhr im Ö1 gibt es eine Ursendung. Und zwar nicht irgendeines, sondern ein Hörspiel von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl. Ja, eine Ursendung. Gemeinsame Kindheit heißt das Hörspiel, vom ORF produziert. Ja, war mal gespannt. Ja, dann ein Titel, der im vergangenen Jahr auch für viel Furore sorgte. Im Westen ist Neues, das Hörspiel allerdings, das Radio Bremen 2014 auf die Beine gestellt hat und das auch beim DAV dann 2020 erschienen ist. Das Hörspiel nach Erich Maria Remarque, sehr empfehlenswert. Das läuft in voller Länge am Samstag, den 24. Juni um 15.05 Uhr bei Bayern 2. Hast du den Film gesehen? Habe ich gesehen, ja. Also ich fand den absolut fantastisch, muss ich sagen. Echt? Ja, total. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ernsthaft? Okay. Ja, weil der mir zu frei war und zu wenig... Wegen der zweiten Handlungsebene? Ja, vor allen Dingen, weil die Abweichung zum Buch mit dem am Schluss diesem Angriff, der dann nochmal kurz vor Waffenstillstand dann nochmal passieren musste. Das fand ich halt nicht, das war mir zu sehr auf die 12. Okay. Also das hätte es nicht gebraucht. Also man hätte auch gerne historisch korrekt bleiben können, beziehungsweise sich an der Vorlage wäre. Aber geschenkt, der Film ist an sich gut, aber war so ein bisschen, ja, mir war es ein bisschen zu viel Hollywood, obwohl es Deutschland ist. Also ich war doch sehr angetan. Ja, toll gespielt ist er. Also Edin Hasanovic ist ja zum Niederknien. Mhm.
Ich fand die Musik auch fantastisch, auch wenn da alle gemeckert haben, dass sie einen Oscar gekriegt haben, weil ja wenig passiert. Aber das ist absolut faszinierend, also wie die Musik hier eingebaut ist und wie die das spiegelt. Das fand ich ganz groß. Ja, dann gibt es einen guten alten Bekannten mal wieder zu hören. Das ist sehr schön. Da freuen wir uns jedes Mal, wenn es läuft. Am Samstag, den 24. Juni, 19.04 Uhr im WDR 3 gibt es mal wieder zu hören. Fritz Ikengas, vielen Dank für Ihr Verständnis. Die WDR, die tolle WDR-Produktion aus 21. Ja, ich sage nur drei Worte. Hubschrauber. Ja, mehr möchte ich gar nicht. Hört euch an und genießt. Ja, am Samstag, den 24. Juni um 19.05 Uhr bei SWR 2 gibt es was aus dem Science-Fiction-Podcast Das war morgen, nämlich Das Haus am Meer von Eva-Maria Mutrisch, hatten wir euch ja schon im ersten Teil vorgestellt, und hier gibt es das Ganze jetzt nochmal linear im Radio. Dann am Samstag, 23.03 Uhr gibt es im SWR 2 Palma Ars Acoustica, die prämierten Werke aus dem Klangkunstwettbewerb der EBU. Was ist die EBU? Das ist irgend so eine Wrestling- Organisation. Ja, die Hörspiele bewährt. Super. Ja, super. Stell dir mal vor. Ich habe jetzt hier Sven Strecker mit so einem Hulk Hogan T-Shirt. Ja, genau. Und dann kommt hier Marco Göllner als Undertaker rein. Der Royal Rumble, der Hörspielmacher. Das ist sehr lustig, ja. Ja, und alle haben Angst vor Captain Blitz. Ja, genau. Ah, schön. Ja, am Sonntag, 25. Juni, 18.30 Uhr gibt es was Martin besonders freuen wird. Da wird nämlich nochmal Eurotrash wiederholt, und zwar der erste Teil. Den zweiten gibt es dann Anfang Juni am ersten Sonntag, das ist dann der 2. Juli, nicht Juni, also Julo und Juni, ich verwechsel es immer wieder. Also, wie gesagt, Teil 1, 25. Juni, Teil 2 am 2. Juli, Eurotrash nach Christian Kracht. Da nochmal bei Deutschlandfunk Kultur zu hören. Tolles Buch, tolles Hörspiel. Gut. Dann am Montag, 26. Juni um 22 Uhr gehen wir zum MDR Kultur. Da gibt es den ersten Teil des Hörspiels Die Woche nach Heike Geißler, eine MDR-Produktion. Ja, und die ist auch, das ist auch eine Ursendung, auch wenn es nicht da steht, aber sie ist, wird urgesendet, ja. Und leider parallel dazu, 22.03 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur an diesem 26. Juni gibt es auch ein neues Kriminalhörspiel von David Moser, Franziska Margarete Hönig und Lukas Rüppel mit dem Titel Lose the Rich. Dann Montag, 26. Juni ab 23 Uhr aufgemerkt auf 1 Live startet die Ursendung von ERC, die zweite Staffel mit dem ersten Teil Schlimmes auf Gond nach Ursula K. Le Guin, die große WDR-Produktion, ja, zu der wir ja schon einiges an Worten verloren haben, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ja, ebenfalls am Montag. Tag, aber jetzt nochmal in den Handel. Da gibt es nämlich eine Folge Was ist was bei Teslov. Und zwar geht es in dieser Folge um eine Reise ins alte Ägypten. Tja, wieder ins Radio. Am Dienstag, 27. Juni, 20.10 Uhr im Deutschlandfunk gibt es eine Ursendung, nämlich das Hörspiel Fluten von Lilli Kuhlmann. Eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit der Hochschule Ernst Busch. Ja, dann auch noch eine Empfehlung für den 28. Juni, 20 Uhr bei NDR Kultur. Dort gibt es den ersten Teil von Stiller nach Max Frisch, die Bearbeitung des NDR aus dem Jahr 2011, also Bearbeitung nicht des NDR, also so NDR hat es produziert und Regie und Bearbeitung hatte Norbert Schäffer, der das Ganze auf die Beine gestellt hat und inszeniert hat, und das ist wirklich eine ganz großartige Hörspielumsetzung, die ihr euch dringend gönnen solltet. Es ist wirklich, wird dem Werk sehr gerecht, und ich fand das sehr unterhaltsam und sehr mitreißend und würde euch das noch dringend ans Herz legen. 28. Juni, wie gesagt, läuft Teil 1 und eine Woche später am 5. Juli dann Teil 2. Dann gibt es auch ein sehr schönes Wiederhören. Auch da freuen wir uns doch sehr. Ein sehr schönes Hörspiel von Simone Buchholz. Havanna läuft mal wieder am Mittwoch, den 28. Juni um 21 Uhr auf HR2. Diese ganz tolle Gaunergeschichte. Gaunergeschichte. Ja. Dann wieder in die Podcast-Ecke. Das war morgen. Der Science-Fiction-Podcast kommt mit seiner dann schon 5. Folge am 28. Juni um die Ecke. Und zwar gibt es dort das Hörspiel Computer argumentieren nicht von Gordon A. Dixon, eine SDR-Produktion aus 1971, in der es um die Frage, welchen Vorteil hat dann ein Computer? Wir gehen in eine Welt, in der die künstliche Intelligenz schon
relativ viel übernommen hat, weil ja Computer ja als unfehlbar gelten und insbesondere in der Justiz beziehungsweise in allen Gewerken, die mit der Justiz zu tun haben, da setzt man die gerne ein und wir begegnen hier einer Gruppe von Studenten, die darüber diskutieren, wie weit ein Computer gehen darf, beziehungsweise wie weit man den Computer alleine machen kann. Und die Dozentin hat dann einen Beispielfall, den sie schildert und hier auffächert. Und um diesen Beispielfall geht's denn dann. Dort hat nämlich jemand beim Buchclub ein Buch bestellt, das aber nicht geliefert bekommen, sondern stattdessen ein anderes und hat das dann wieder zurückgeschickt. Allerdings besteht der Buchclub darauf, beziehungsweise der Computer des Buchclubs, dass er das andere Buch ja bestellt hätte und dafür jetzt Geld zu zahlen hätte, was der Mann natürlich überhaupt nicht einsieht. Und sich entsprechend gegen wehrt. Aber er hat es halt nur mit Computern zu tun und diese Computer argumentieren eben nicht. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Das Ganze eskaliert. Es wird aus ein paar Pfennig Gebühren für die Buchausleihe werden, summieren sich schnell mehrere Dollar als Gebühr auf. Es werden Rechtsanwälte eingeschaltet und immer, wenn man denkt, naja, jetzt kommt ein Rechtsanwalt dazu, jetzt kommt irgendein Mensch, der das Ganze mal durchblickt. Aber alle Menschen, die damit zu tun haben, sind natürlich vertrauen vollkommen auf den Computer und sagen, naja, der Computer wird ja, warum sollte er sich irren? Kann ja gar nicht sein. Also es muss ja schon so sein, wie der Computer sagt. Und das Ganze wird dann extrem absurd, weil es bleibt eben nicht bei irgendeiner gerichtlichen Forderung, sondern das Ganze nimmt noch eine tolldreiste Wendung dahingehend, dass der Mann später ja angeklagt ist und zu Tode geurteilt werden soll. Und dieser Beispielsfall, wie gesagt, wird hier erzählt und das ist dann doch sehr vergnüglich und gerade heute wieder doch zum Thema ChatGPT und was es alles an neuen Errungenschaften gibt und wo immer mehr der Computer ja Macht an sich reißt, ist ja auch Quatsch, weil das ist ja auch immer noch alles menschengemacht. Ja, aber passt das doch wunderbar in die Zeit und ist eine schöne Stilblüte aus einer Zeit, wo man ja über die Computer noch etwas anders gedacht hat und da doch noch eine gewisse Kritik an den Tag gelegt hat, die heute fast verschwunden war und jetzt erst wieder so langsam hochkommt. Von daher passt perfekt momentan in die Zeit und gönnt euch das gerne. Wie gesagt, ab 28. Juni gibt's das Ganze im Podcast Das war morgen. Schön. Ja, heute erwischt es mich. Ich muss die Kurzstrecke vorlesen. Dafür durftest du auch die Pussybär-Folgen vorlesen. Oh yeah, genau. 29. Juni, 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur gibt's die Kurzstrecke 135. Darin zu hören Stilling von Christina Warren, geografische Flecken von Anna Lila May, nicht Vincent von Christina Lineker und Neues aus der Wurfsendung. Och, das war ja halb so wild. Ja, das ging, ja. Ja, dafür darf ich die Conny-Folgen diesen Monat vorlegen. Am 29. Juni erscheint nämlich die 72 Conny und das geklaute Kaninchen. Für alle genervten Eltern die richtige Kost. Also wenn ihr Eltern mal was richtig Fieses und ihr gar nicht wisst, was für ein Geschenk. Also wenn ihr so Eltern habt, die im Freundeskreis, die ihr nicht leiden könnt, aber ein Geschenk machen muss, Conny-CDs sind super für sowas. Ja, Connys kann echt schlimm sein, ja. Das ist schon. Sag mal, ist das nicht ein Schaf, was die da in der Hand hat? Das Kaninchen ist ja weg. Ja. Ist ja ein Kaninchen. Ja, aber das ist ein. Ist das ein Kaninchen? Sieht aus wie ein kleines. Ich würde sagen, das ist ein Cocker Spaniel, oder? Auch möglich, ja. Und warum hat die Ziege nur ein Horn? Ja, das ist korrekt, ja. Das hatte einen Autounfall. Ach so, okay. Habe ich natürlich. Das habe ich jetzt nicht. Stand wahrscheinlich im Klappentext mit drin. Und das Schwein ist ein Wollschwein. Das hat ganz viel Fell. Ja. Süß. Schweine sind echt cool. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Da gibt's auch eine neue Ausgabe. Und zwar kommt etwas sehr Schönes, ich nehme es vorweg, ein Rodney David Wingfield. Eine NDR-Produktion aus 1971 mit dem Titel Besser gar nichts als spät. Und das ist doch eine sehr besonders erzählte Geschichte erstmal. Es startet nämlich in der Polizeiakademie, sage ich jetzt mal, in der Ausbildung, wo jemand ein Ausbilder ist, der ja so ein bisschen so auf seine direkte Art so doch schon deutlich angeeckt ist bei der ein oder anderen Person,
in diesem Polizeipräsidium. Und ja, so ist man ganz froh, dass er wohl bald dann in Rente geht und pensioniert wird. Ja, aber er hat noch eine Unterrichtsstunde zu leiten. Und ja, die Schüler, denen geht das gar nicht so, weil die sind ganz erpicht darauf, diese Geschichten von ihm zu hören. Unter anderem erzählt er dann in dieser Unterrichtseinheit, der wir beiwohnen, ja, von einem Fall, bei dem er selber zugange war und den er bis heute nicht lösen konnte. Und ja, das ist halt eine große Besonderheit. Und eigentlich ist ja so, dass man über die Fälle, also würden andere jetzt sagen, dann so Stillschweigen halten sollte. Aber nein, gerade an diesem Fall lässt sich doch so einiges zeigen. Und ja, er erzählt dann so, wie er vorgegangen ist bei diesem Fall. Da ging es um ein verschwundenes Kind, also eine sehr emotional dramatische Situation für alle Beteiligten. Und ja, als er dann so die ganze Spurenlage ausbreitet, da kommt ein Kommentar aus dem Auditorium von einem Polizeischüler, der ihn so ein bisschen stutzend macht. Und nicht nur das, dann kommt auch noch eine Nachricht von einem Leichenfund. Eine Kinderleiche wurde gefunden, beziehungsweise eigentlich nur noch das Skelett. Und das ist eben in der Gegend, in der er damals ermittelt hat. Und so macht er sich ganz kurz entschlossen mit einem Assistenten auf, sagt dem Chef, so, ich gehe jetzt dahin, ja, und ermittle da jetzt nochmal. Und der Chef sagt, ja, dann geh halt. Lass mich in Ruhe, geh halt einfach. Ja, wie gesagt, dauert nicht mehr lang, bis er pensioniert wird. Deswegen lässt man ihn dann gewähren. Und er kommt dann da zurück und wird wieder mit diesen Leuten in diesem Dorf konfrontiert, wo er ermittelt hat. Und das ist doch sehr spannend, denn alle samt sind ihm nicht so wohlgesonnen, wie wir als Hörer dann auch mitbekommen bei den Gesprächen. Und keiner hat da so richtig Bock, denn es steht unter anderem noch eine große Hochzeit da vor der Tür, wo eben der ja reichste Mann der Gegend seine Nachkommenschaft verheiraten will, beziehungsweise seinen Segen dann da geben will. Und das ist alles, da das kommt halt jetzt alles sehr ungelegen mit diesem Fund. Und dann auch noch steht dieser Kommissar vor der Tür und bringt Unruhe in den Laden und wälzt halt diesen Fall, der halt schon längst passé ist, dann anscheinend jetzt doch nochmal auf. Ja, selbst als er dann mit der Mutter spricht, ist das alles doch sehr anti, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und das, ich glaube, so viel kann man noch verraten, hat auch einen Grund. Und den herauszufinden, ja, besser später als gar nicht. Mhm. Und das ist wirklich, also finde ich, von der Art, wie diese Geschichte erzählt wird, ganz besonders und speziell. Die nimmt sich zwar an vielen Punkten dann auch Zeit, läuft so ein bisschen dann auch ins Nichts, wo man denkt, ja, was ist denn jetzt noch? Kommt da jetzt noch was? Kommt da ein Dreh oder irgendwas? Und das fand ich auch faszinierend, dass man da als Hörer genau wie der ermittelnde Beamte da und seinem Kompagnon da so ein bisschen allein gelassen wird und gegen diese Mauer bricht, die in diesem Dorf auch ist. Also ich fand das sehr faszinierend, toll erzählt, ganz besonders und ja, ein besonderer Krimi, also den ihr euch, finde ich, unbedingt gönnen solltet. Ja, unbedingt. Also ich fand das auch großartig, weil das auch so ein Kniff hat, den man nicht kommen sieht. Also man wird ja ähnlich wie der Kommissar da so in eine Richtung gedrängt von diesen Ermittlungen. Der Kommissar hat ja auch nichts in der Hand und hofft ja einfach auch nur, dass er durch seine bloße Anwesenheit und durch sein Generve ja den Täter, den er im Verdacht hat, zum Reden bringt. Dass das auch später noch gelingt, ist ja schon ziemlich gut. Wie es dann aufgelöst wird, fand ich auch klasse. Also erst, wie es dann nochmal kippt, das fand ich ziemlich gut, also dass der Kommissar dann doch nochmal ja für so einen Twist sorgt. Ja, hat mich auch ziemlich begeistert, fand ich auch toll von der Atmosphäre, also diese Mauer, die da in dem Dorf herrscht, das hat mir richtig Spaß gemacht, das muss ich schon sagen, das war echt sehr, sehr hörenswert. Ja, und einige Kavenzer wieder zu hören, das ist wirklich... Oh ja, also eine Besetzungsliste, die ist wirklich der Hammer. Paul Dahlke, Horst-Michael Neuze ist dabei, Joachim Richard, Manfred Schermutzki, Manfred Steffen, Marianne Kehlau ist zu hören und auch Gerd Hauke. Ist ja ganz, ganz, ganz groß. Oh, Joachim Wolf ist auch noch dabei. Ja, also es lohnt sich. Also ich glaube, Bastian Pastewka wird in dieser Kein-Muss-Folge auch wieder viel am Anfang zu erzählen haben über die Sprecher. Und tolle Folge, gönnt euch gerne. Wie gesagt, ab 29. Juni ist das Ganze im Kein-Mucks-Podcast zu hören. Und über Rodney David Wingfield wahrscheinlich. Ja, auch. Bestimmt auch, ja. Hatten wir schon mal eins bei Kein-Mucks? Von ihm bestimmt, denke ich schon. Weiß gar nicht, ist der hat, ob, weil die hatten ja vorher Radio Bremen, ob Radio Bremen
Ich kann ja mal gucken, während du erzählen kannst, was da noch läuft am 30. Ja, um 20 Uhr gibt es auch noch was anderes. Und zwar am Freitagabend im SRF 1 gibt es die Ursendung von Grauen. Folge 29 Escape Room. Ein Hörspiel von Simone Karpf, eine SRF-Produktion natürlich. Ja, unsere vier sitzen diesmal nicht am Lagerfeuer. Was ist denn da los? Nein, tun sie nicht. Der Phil hat nämlich keinen Bock mehr und lädt die anderen zu einem doch recht spontanen Treffen ein. Es kommen dann tatsächlich alle, auch was ein bisschen merkwürdig ist erstmal. Zoe ist dann auch da. Ja, die kommt halt dann auch dazu. Und zwar hat Phil die Idee gehabt, ja, der Hörspieltitel lässt es ahnen, bei einem Escape Room Abenteuer einfach mal mitzumachen. Und sie kommen dann da so hin und ja, machen sie jetzt nicht so lustig drüber, aber ja, ist halt am Anfang so, wie man sich das auch so vorstellt. Man kommt halt so in den ersten Raum dann rein und hat dann so die ersten Rätsel zu lösen. Aber dann, ja, es ist Grauen, kippt das Ding nach und nach und die Gruppe wird aufgesplittet und konfrontiert mit diversen Dingen aus der Vergangenheit und unter anderem, ich glaube, so viel kann man noch verraten, taucht dann natürlich auch ein unliebsamer alter Bekannter auf und sorgt für ordentlich Grusel, sag ich jetzt mal. Ja. Eine schöne Folge, weil es ähnlich wie bei der letzten Folge halt dieses Prinzip auch beibehält, dass man so ein bisschen aus dem eigenen gesetzten Kosmos ausbricht und ihn trotzdem beibehält. Und das gelingt hier, finde ich, ganz toll. Und ich finde es total super, dass man dieses strenge Korsett so ein bisschen aufbricht, aber eben trotzdem diesen Geschichtenstrang weiterhin verfolgt und einfach nicht wahllos irgendwie in irgendeine Richtung geht, sondern das ist schon sehr nah bei diesen Figuren dran und am Schicksal der Viere dran. Und ja, ich fand das toll. Also mir hat das auch wieder viel Freude bereitet. Ja, ich find's auch klasse. Also wie die Richtung, die man jetzt anschlägt, die macht's natürlich auch nochmal spannend, weil jetzt halt dieser Rahmen deutlich mehr Gewicht kriegt. Das ist jetzt vielleicht doch tatsächlich was für die alten Freunde von Gabriel Burns, die so ein bisschen enttäuscht wären, dass es sowas nicht mehr gibt. Jetzt mit Grauen ist man eigentlich so an dem Punkt, wo sowas fast wieder passt. Ist natürlich vom Setting her was ganz anderes, aber vom Gruselfaktor und auch vom Flair, also anders, aber von der Qualität her steht das dem im Nichts nach, würde ich sagen. Also das liegt vielleicht sogar hier und da deutlich drüber sogar. Ja, also würde ich jedem geneigten Gruselhörer dringend ans Ohr legen, weil das ist wirklich ganz, ganz toll erzählte Gruselstoffe und gönnt euch das gerne. Wie gesagt, es gibt es als Podcast, aber auch eben jetzt wie hier linear im Radio. Gönnt euch. Und auch immer wieder erstaunlich, wie auf den Punkt man das mit diesen 20 bis 30 Minuten kriegt. Das ist auch der blanke Wahnsinn eigentlich. Gabriel Burns, nein, das kann man auch nicht aussprechen. Ja, schon wieder. Am Freitag, wir gehen nochmal in den Handel. Wen gibt's da? Natürlich den Bussibär. Und welche Folge kommt? Natürlich Bello will auf den Mond. What? Und wenn sich zwei streiten. Wieder bei Deka damals erschienen, jetzt bei All Ears. Ja, bei den drei Ausrufezeichen gibt es die Folge 83. Die erscheint auch am 30. Juni mit dem Titel Voller Einsatz für die Erde. Die ist doch verschoben worden, oder? Das hat man doch schon mal, nicht? Ja, stimmt. Die hatten wir schon mal im Mai, genau. Es ist ein bisschen nach hinten gewandert, richtig. Das drei Ausrufezeichen-Phänomen aus alten Tagen wird übrigens nochmal auftauchen später. Ich werde da später nochmal drauf zurückkommen. Okay, bin ich gespannt. Dann gibt es was Neues bei Lübbe und zwar eine neue Reihe, Serie, / Tote am Watt heißt sie und Mama Carlottas erster Fall heißt dann auch die erste Folge, die in zwei Teilen kommt, Teil 1 und Teil 2 von Gisa Pauli. Nee, es ist Teil 1 und Teil 2 zusammen und den Teil 2 gibt es nochmal separat, weil den Teil 1 gibt es auch schon. Ich glaube, da hat man den Download irgendwie geteilt, frag mich nicht. Irgendwie merkwürdig. Also der erste Teil ist Ende Mai erschienen und dann Teil 2 folgt dann am 30. Juni, ebenso wie die Komplettausgabe. Aber ob das jetzt CD ist oder so, bei manchen Labels blicke ich einfach durch die VÖ-Politik nicht mehr durch. Ich glaube, die wissen es selber nicht so ganz genau, was sie da alles machen. Ja, dann bei Hermann Media wird es auch am 30. Juni was Neues geben und zwar folgt die zweite Folge von Haus 10 mit dem Titel Angst. Wird da zu hören sein und da werde ich dann doch mal reinhören werden. Ja,
Dann John Sinclair, die 161 Jenseitsmelodie. Wie würdest du dieses Cover gestalten? Das sieht so ein bisschen aus, als hätte es Terry Gilliam gemalt, oder? Der doch Terry Gilliam. Stimmt. Ja, es hat so was Python-eskes, ja. Eine Hand mit dem Kopf oben drauf. Ja. Ist klar, auf dem Klavier. Spielt die Jenseitsmelodie. Und ja. Auf die 1 und auf die 3. Ja. Ja, nicht nur die Fans von John Sinclair brennen auf die neue Folge, auch Larry brennt. Gott. Oh, wundervoll. Ja, da gibt es nämlich Folge 49, die Werwölfe des Dr. Satanas, jetzt bei Holysoft. Ach ja, stimmt, ja. Ja, ja. Ist einverleibt worden. Dann bei der Winterzeit gehen die Macabros Classics auch weiter mit einem Jubiläum, Folge 25. Was ist das denn passiert? Marionetten des Schreckens. Ja, und auch die Sherlock Holmes Chronicles gehen in eine neue Runde, nämlich schon Runde 107. Der Titel des Hörspiels heißt Rosie's Hall und bei Winterzeit wird es erscheinen. Und den Deckel macht natürlich ein Sherlock Holmes, wie sich das gehört. Wie denn sonst? Sonderermittler der Krone, Folge 4, unter falschem Verdacht von Mark Freund bei Maritim. Ja, und das war's dann schon. Dann sind wir jetzt doch durch den Juni durch. Ging dann doch ein bisschen schneller als die letzte Folge. Aber naja, man müsste ja nicht immer stundenlange Folgen hören. Geht ja, nein. Muss ja mal kurzer gehen. Ja. Genau. Ja, wir packen jetzt zusammen und hören noch ein bisschen Mai-Gedönse. Und dann melden wir uns für euch gleich wieder mit dem Rückhör in den Mai. So machen wir's. Ja, da sind wir wieder und müssen natürlich nochmal uns korrigieren, denn die Hörspielmacher sind uns wieder dazwischen gekrätscht, ja. Und bringen im Juni doch noch mehr raus als gedacht. Unter anderem etwas, was doch deutlich aufhören lässt, nämlich das ganz schräg. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wollen die mich veräppeln? Nein, wollen sie nicht. Christian Geilus hat für Folgenreich eine Serie geschrieben namens Dracula versus Frankenstein. Folge 1 erscheint am 9.6. Das Grauen beginnt, heiße, und wird von Stiel produziert. Ja. Ist kein April-Scherz. Und es ist die Besetzungsliste Wahnsinn. Andreas Fröhlich, Jara Blühne, Frank Glaubrecht, Santiago Ziesmer, Norbert Langer, Marius Claren. Ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Friedel Dirk Pett, es ist irre. Also man darf sehr gespannt sein, was uns da erwarten wird, was man aus dem ollen Stoff noch rausholt. Es klingt ziemlich vielversprechend, ja, glaube ich. Ich habe einen Text gelesen, habe ich gedacht, ja, das könnte ja was werden. Ja, Stil halt. Ja. Also das wird schon. Ja, wir sind gespannt. Wo man schon weiß, in welche Richtung es geht, ist ja eher Margaret Rutherford. Die kennt man ja schon seit 21 Folgen. Und da kommt just am 9.6. auch eine 22. hinzu. Einladung zum Mord. Ein Hörspiel von Christoph Sobol. Das wird auch bei Hermann Media erscheinen. Oder beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es bereits bei Hermann Media erschienen. Dann hat der MDR ein neues Hörspiel gemacht, / machen lassen. Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Ein Hörspiel von Stefan Ludwig und obendrein noch Sahnehäubchen am Regiepult Anja Herrenbrück. Und die Ursendung gibt es zwar erst im Juli, aber online kriegt er das Ding schon ab dem 16.06. Genau, in der ARD Audiothek ist das Ganze schon ab 16.06. verfügbar. Wird ein Fünfteiler werden. Extra wegen dir nochmal in fünf Teile à 30 Minuten unterteilt. Ja, danke schön. Damit du es auch mundgerecht hast. Weißt du, wie so der Opa im Alternheim, der seinen Schnitzel geschnitten kriegt. So kriegst du ja auch hier die Hörspiele von der ARD serviert. Das ist ein sehr schönes Bild, das ich nicht wieder aus dem Kopf kriege wahrscheinlich. Ja, viel Spaß damit. Ja, die füttert mich quasi. Quasi so ins Ohr mit einem Löffel rein, ja. Ja, geil. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Also die ersten zwei Folgen hätten wir theoretisch hören können, wenn die Zeit nicht so knapp gewesen wäre. Es war ist sehr kurzfristig reingespült worden. Ich konnte es leider noch nicht hören. Ja, aber wir werden berichten. Auf jeden Fall. Dann gibt es die Folge 2 von Haus 10 auch namens Angst von Hajo Bremer bei Hermann Media ab dem 16.06. Ja, und bei den drei Fragezeichen-Kids gibt es nochmal eine dieser Sondereditionen mit der recht kurzen Spielzeit. Die Räuberjagd wird das Ganze heißen, erscheint bei Europa am 23.06. und wird in 40 Minuten an eurem Ohr vorbeigeflogen sein. NYP Dad, die Serie bei Maritim geht auch weiter.
Im Juni, am 23. erscheint Folge 14, der Eid des Hippokrates. Und das ist eine Gemeinschaftsarbeit von Markus Topf und Vanessa Topf. Ja, und eine neue, natürlich, Sherlock Holmes und Co. Diesmal Das Geheimnis der Lady Carrington, ein Hörspiel von Markus Duschek, erscheint bei der Romantruhe Audio. Und das ist, was ist das für ein Fall? In London irgendwas. Irgendwas in London. Ist das ein Dusen? Nee, was ist denn das? Rent Reins? Nee, ein Van Dusen kann es nicht sein. Ein Sherlock Holmes auch nicht. Dann war ein Pater Brown auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwas Neues? Kam auf dem Cover was erkennen? Stafford, das heißt doch hier ein Fall für Scotland Yard. Genau, die größten Fälle, ein Crossover, ein oder? Ein Crossover, okay. Ja, guck an. Also ein Crossover mit den größten Fällen von Scotland Yard. Na, da schau her. Ja, guck an. Guck an. Ja, dann gibt es was ich glaube bislang an unserem Ohr vorbeigeflogen ist. Pfusch, die Hörspielreihe. Oder hattest du schon mal was davon gehört? Doch, nee. Nie gehört, nein. Ja, und zwar von Arp Friedel Hörspiel, eine Eigenproduktion von Gerald Arp und Egbert Friedel. Die wird auch Ende Juni, und zwar genau am 28.06. erscheinen. Und die dritte Folge heißt Raketenmann. Ja, da muss ich doch mein Lauscherchen aufsperren und mal gucken, was das wird. Das Cover sieht sehr vielversprechend aus. Liest sich auch interessant, ja. Dann, das hatten wir doch schon, oder? Die Hexe der Höllen. Ja, genau. Die hatten wir schon. Die hatten wir euch im Voraushör vorgestellt. Die Hexe der Höllenmühle von RRR Produktionen. Die sollte ursprünglich im Juni erscheinen. Die verschiebt sich auf den 10. August und wird auch, oder das ist nicht so ganz klar, also sie wird auf jeden Fall als Beilage zu einer Filmveröffentlichung dabei liegen, klar. Also beigefügt sein. Okay. Und es ist noch nicht so ganz klar, was mit dem Rest passiert, ob es das dann trotzdem noch auf CD, wahrscheinlich eher nicht, aber als Download geben wird. Also das müssten wir dann doch mal in Erfahrung bringen. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden aus den letzten Informationen, die mich erreicht haben. Also wie gesagt, es wird frühestens August werden und dann schauen wir mal, wie es dann an euer Ohr dringen kann. Da werden wir dann nochmal nachfassen. Tja, so, das war es jetzt aber mit dem Juni. Ja. Jetzt können wir frisch in den Rückhör einsteigen. Und wir haben zurückgehört in den Mai, genau, der ist vorbei. Ja. Mit AI. Ja, genau. Vorbei. Ja, und soll ich mal starten? Du darfst gerne anfangen. Mit der Sissi. Ging so ein bisschen auf und ab. Reinhard Grebe fand ich ja ganz großartig, hatte dann aber sein Hörspieldebüt im Ohr über Hans Faller da, was ich ja nur so semi-gut fand, also eher gar nicht gut fand. Insofern war meine Vorfreude so ein bisschen eingeschränkt, als ich hörte, er macht mit dem Wiener Volkstheater eine gemeinsame Produktion, die primär auf die Theaterbühne soll, aber eben auch als Hörspiel umgesetzt wird, und zwar gemeinsam von WDR und ORF. Ja, das Thema ist jetzt auch nicht, also so Sissi, jetzt so spontan nicht so mein Fall. Aber was ich dann an mein Ohr bekam, das hat mir dann doch richtig gut gefallen und ich bin mit Reinhard Grebe wieder vollkommen versöhnt, alles wieder gut, wir haben uns wieder lieb und ich werde nie wieder ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Nein, so ist es nicht. Also wir werden schon noch kritisch bleiben. Aber hier hat man doch wieder sehr, sehr viel richtig gemacht. Es geht um eine abgebildete Radiosendung im heutigen Moderationsstil von diesen Format-Radiosenden, wo man versucht, auf lustige Art und Weise ein Thema zu featuren. Und das ist in diesem Fall Sissi. Und hier haben wir zwei österreichische Moderatoren, die in einem in einer gefakten Radiosendung sind und mit verschiedenen Experten und auch Zeitzeugen eine Sendung gestalten, um das Leben von Sissi zu beleuchten. Und das ist dann doch schon sehr interessant, auch für denjenigen, der mit Sissi jetzt nichts am Hut hat. Denn es werden, oder beziehungsweise nichts am Hut hat, also ich würde mich jetzt auch dazu bezeichnen, aber man stellt dann doch fest, man hat dann doch mehr über Sissi im Kopf, als man tatsächlich zugeben möchte. Und man kann sich
sich irgendwie diesem Hype dann doch nicht so ganz entziehen und so ein bisschen was fliegt dann doch einem zu. Da wird dann doch ziemlich gut angeknüpft und so die Fäden gezogen und aber auch so erzählt, wo dann was anders ist oder wo es Besonderheiten gibt und man kriegt so plötzlich so ein leicht anderes Bild, weil meine Ansicht, die schwankte immer so zwischen dem Kitsch dieser Sissi-Verfilmung, die man zwar nie bewusst gesehen hat, aber irgendwie hat man ja doch so irgendwas davon oder so ein Bild davon auf jeden Fall übrig geblieben. Dann gibt es dann immer so die Fetzen, die an so irgendwann an herantragen, ja, die war so rebellisch, die hat ein Tattoo gehabt und sowas. Und diese Fragmente, die man so im Leben gesammelt hat, die ordnet das Ganze so ein bisschen, diese Sendung, und bringt das auf sehr unterhaltsame und gute Art und Weise dem Hörer ans Ohr. Das macht Riesenlaune. Man hat wirklich das Gefühl, es ist eigentlich eine normale Radiosendung. Das ist ziemlich gut abgebildet. Ist natürlich klar, dass es jederzeit fiktiv ist, spätestens wenn irgendwelche Zeitzeugen zu Gehör kommen, die natürlich in der aktuellen Radiosendung nicht vorkommen, weil Sissi ist schon ein paar Monate länger tot, als das für einen Zeitzeugen gut wäre. Und ja, ich war richtig angetan davon, habe mich richtig gut unterhalten davon gefühlt. Es ist jetzt auch nicht das klassische Hörspiel, aber ich sag mal, für so ein Kunstprojekt war das doch sehr lebendig, wenig verkopft, aber sehr gut durchdacht. Hat einfach Riesenspaß gemacht. Na, gucke an. Es geht doch. Es geht, ja. Alle Richtungen. Also war echt ein sehr vergnügliches Stündchen, was ich da mit diesem Hörspiel verbracht habe. Fein. Das werde ich mir dann natürlich noch gönnen. Was ich gegönnt habe, ist die neue Folge Danger aus dem Hause Maritim. Folge 23, Böses, das vernichtet, von Dennis Hendricks. Danger hatte ja immer mal, also auch in den maritimen Anfangstagen, also als das noch Hermann Media war, wie hieß das früher? Ja, also schon, es hieß Maritim, war aber von Hermann, Carsten ja. Hermann hat das Ganze damals noch geführt und ja, war quasi das, was heute Hermann Media ist. Ja. Ja, da waren ja so einige Geschichten dabei, die zweite erinnere ich mich noch mit dieser Kriegsgeschichte und so, da waren immer mal ganz spannende Sachen dabei, die halt immer so, ich sag mal, eckig inszeniert waren. Und ganz schlimme Cover, kann ich mich erinnern. Die halt echt manchmal ein bisschen komisch waren. Ja, aber hatte immer so ein bisschen was, war immer so ein bisschen anders. Und ja, jetzt also Folge 23, die ist ja quasi wieder reaktiviert worden, diese Serie, mit so ein paar Folgen. Und ja, wie gesagt, jetzt Folge 23. Worum geht's? Es geht erstmal so los, dass man denkt, man ist in der Geschichte von Raymond Weber irgendwie gelandet. Mhm. Es geht Richtung Nordamerika, in die Abgeschiedenheit der Berge. Dorthin unterwegs sind drei Geschwister, die sich nach längerem Nicht-Wiedersehen wieder zusammengerauft haben. Da scheint auch so ein bisschen was passiert zu sein zwischen den dreien, was sie so ein bisschen auf Abstand gehalten hat. Aber jetzt der Tod des Vaters bringt die drei wieder zusammen. Wir hören das auch am Anfang so ein bisschen, so angeteasert, sage ich jetzt mal, dass da irgendwas passiert ist. Ja, das wird einfach so dahingestellt. Der letzte Wunsch ist im Endeffekt, dass die Asche auf diesem Berg verstreut wird, und so fahren die drei eben zu dieser zu diesem Haus da in den Bergen, mitten in der Abgeschiedenheit, sind da eben unterwegs, und so lernen wir eben die drei kennen. Aber auf dem Weg dorthin geschieht schon so ein bisschen Merkwürdiges, wird so ein bisschen foreshadowed, dass da eine Gestalt in den Wäldern sich herumtreibt, eine Gehörnte. Und da ist das Setting dann schon gesetzt. Das Setting ist gesetzt. Stilmittel. Ja, wie das halt bei so Gruselgeschichten so üblich ist, wird halt an der einen oder anderen Ecke dann so Schatten in dieser Geschichte aufgemacht. Wie gesagt, was über dem Ganzen schwebt, ist halt diese Familiengeschichte einmal. Dann dieses Verhältnis zwischen den dreien, das immer mal so schwankend ist. Und natürlich dann dieses, ja, von außen herantretende Böse, / Mysteriöse, das man noch nicht einsortieren kann, das aber dann ja durchaus konkrete Gestalt dann irgendwann mal natürlich annimmt. Das hängt auch damit zusammen, dass da ja diverse Geschichten sich ranken, weil da gibt's auch in Tüdelchen Einheimische, die da wohnen und die mit dieser Gestalt eben auch schon konfrontiert wurden. Ich lasse jetzt die Katze einfach mal aus dem Sack und schicke einen Spoiler vorweg, weil man sich's eigentlich relativ früh schon denken kann, weil es halt schon einige Geschichten gibt mit dieser mythologischen Gestalt. Ja, es geht um den Wendigo.
letztlich und um sein Unwesen, das er dort treibt. Man kennt halt diese Gestalt schon so ein bisschen. Es ist jetzt nicht wie ein Vampir, dass das schon öfter durchgenudelt wurde. So häufig nicht, aber ja, gibt's halt auch schon so ein, zwei, drei Gruselgeschichten darüber. Hm. Und ich meine, wir hätten auch in jüngster Zeit schon eine gehört, aber ich habe das wieder verdrängt. Ja, ich war das glaub, bei so Dark allzu lange History? Ist das noch nicht her. Das war nicht der, wenn die Buch schon mal. Gab's, glaube ich, auch eine mal. Ja. Ja, das Besondere ist halt an dieser Geschichte, dass die einzelnen Hauptfiguren, also diese drei vor allem, konfrontiert werden mit ihrer Vergangenheit und das sehr deutlich, was der Hörer eben auch dann zu hören bekommt, was tatsächlich dann auch interessant ist und in ein, zwei, drei Hörspielszenen auch ganz gut umgesetzt ist tatsächlich. Also in einer vor allem, die sehr eindrücklich ist, die auch gut gespielt ist. An sich das erste große Plus an dieser Geschichte ist natürlich, da kommt man ohne Erzähler klar, was allerdings in ein, zwei Szenen leichter Nachteil auch ist, weil man, ja, man merkt halt dann, ja, der Hörer wird, muss halt irgendwie abgeholt werden und so werden an ein, zwei Stellen so ein bisschen die Dialoge ein bisschen gestelzt dann. Ja, genau. Ja, genau, ja. Wo man merkt, okay, jetzt muss Information vermittelt werden, deswegen unterhalten die sich gerade so ein bisschen so als, ja, so wie man sich halt normalerweise nicht unterhalten. Sage ich jetzt mal. Das merkt man an ein, zwei Ecken, aber ist in Ordnung, weil dafür eben, wie gesagt, auf diesen Erzähler verzichtet wird und das eben an anderen Stellen sich dafür wieder deutlich auszahlt. Wie gesagt, an sich eine gute Idee, auch diese Konfrontation mit der Vergangenheit, was, wie gesagt, das eigentlich Spannende fand ich an diesem Ding ist, gegen Ende hat das meiner Meinung nach aber deutlich verloren, dadurch, dass die Gefahr realer geworden ist. Ja. Und dann vor allem ein Ding war halt, man merkt relativ früh an einer Stelle dieser Geschichte, dass mit einer der drei Hauptfiguren was nicht in Ordnung ist, sage ich jetzt mal. Hm. Und das hat mir so ein bisschen dann den Schluss verleitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, wie gesagt, das Ding hat einige positive Sachen, die ich jetzt rausgestellt habe, so ein paar Sachen, die mir das so ein bisschen verhagelt haben, aber das kann man sich schon mal gönnen. Ja, mein größter Kritikpunkt ist auch dieses, dass man das, ja, die Gefahr zu deutlich benennt dann und dass dann irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist. Also das ist so lange richtig gut gewesen, solange das alles im Ungefähren blieb und sobald das irgendwie manifestiert ist, es ist ja oftmals so ein Problem von, kennt man ja von der Weise, es funktioniert es immer so gut, solange man das Monster nicht sieht und solange einfach nur die Bedrohung schwelt und sobald es benannt ist, ist es dann eher doch nicht mehr so gruselig, sondern lebt dann über die Action oder über den Thrill des Ganzen und das funktioniert meistens für immer noch vielleicht gut, aber eben nicht mehr so spannend wie am Anfang und das habe ich da auch so ein bisschen und dann, wie gesagt, als man den letzten Twist dann schon ein bisschen zu deutlich angekündigt hat, ist dann leider auch ein bisschen schade am Ende. Tja. So, dann zu was ganz anderem. Ja, der NDR hat mal wieder eine Literaturumsetzung gewagt, eine größere, und zwar mit einem Zweiteiler mit insgesamt 150 Minuten, also für dich also quasi ein Fünfteiler. Ja, der große Gatsby, den hat man sich vorgenommen, nach F. Scott Fitzgerald, hatte ich in frühester Jugend mal gelesen, total verdrängt, ich hätte überhaupt nicht mehr gewusst, was es ging, und als dann die Ankündigung kam, ja, also NDR vertont den Gatsby, ja, ich dachte, ach komm, dann guckst du dir wenigstens den Film mal an, damit du nochmal so drin bist, und dachte, ja, das hast du doch alles auch schon mal gelesen, das ist doch so ziemlich eins zu eins, und ich dachte, naja, gut, mal gucken, welche Schwerpunkte man bei der Hörspielumsetzung legt, ob die dann vielleicht ein ganz anderes Thema hat, um es vorwegzunehmen, nein, hat es nicht. Ich glaube, das ist das Problem dabei, ich habe Gatsby jetzt nicht mehr physisch vorliegen, aber ich glaube, es war ein relativ überschaubarer Roman. Wahrscheinlich ist er sowohl im Hörspiel als auch im Film komplett abgebildet. Das ist, glaube ich, das ist da gar nicht mehr. Aber das heißt doch, der große Gatsby, ist das Buch dann nicht irgendwie, nein, nicht? Nein, nein, es gibt, wär aber witzig, so einen kleinen Gatsby noch rauszubringen. Das stimmt. Da eben ist mir, während du über eben das Hörspiel über Danger und den Wendigo, ist mir noch eine clevere Geschäftsidee gekommen. Und zwar mache ich eine App, um online die Zeitschrift Wendy zu vermarkten und nennen die Wendy Go.
Ja, okay. Nur als Einschub. Ja. Nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich es verraten. Jetzt nimmt es wahrscheinlich irgendeiner weg und sitzt da demnächst bei vor Maschmeyers Nase und kassiert da einen Haufen Knete, um das zu finanzieren. Ja, so ist es halt. Wir werden nie zu was kommen, wir Plaudertaschen. So, zurück zum Gatsby. Ja, es geht um Nick Carraway. Der ist bei einer Bank angestellt und kümmert sich um Börsengeschäfte in den 20er Jahren und lebt da in Long Island und hat einen Nachbarn, der so ein bisschen, also der ihm am Anfang überhaupt nichts sagt, also da gibt es halt nur eine Riesenvilla und in dieser Riesenvilla gibt es sehr ausschweifende Partys und der Mann, der dort wohnt, wird eben der große Gatsby genannt, aufgrund des Reichtums und ist halt so ein Geheimnis, eine geheimnisvolle Figur, von der man nicht so, also keiner weiß so genau, wo der herkommt, was der ist, woher der sein Reichtum hat und ja, Nick Carraway gerät halt auf so eine Party, wird da eingeladen und lernt Gatsby auch kennen und dann stellt sich aber schnell heraus, ja, da gibt es auch eine Verbindung, denn Gatsby hat eine Verbindung zur Cousine von Nick Carraway und die ist verheiratet mit einem ebenfalls reichen Mann, der aber ja nicht so der Feingeist des Gatsby ist, sondern so gerade das Gegenteil, sondern eher so ein ja ziemlich harter Brocken, ziemlich ungestümer Brocken und der auch noch ein Verhältnis nebenbei hat, was vermutlich auch die Cousine ahnt oder weiß und ja, aber da eben sich in ihr Schicksal irgendwie so gefügt hat und ja, dieser große Gatsby hat eine verschmähte Liebe eben mit dieser Cousine, denn die Cousine hat ihn damals, ja, ich will nicht sagen abgelehnt, aber sie hat sich halt für den anderen entschieden. Damals war halt Gatsby nur ein einfacher Soldat oder Offiziersanwärter aus ärmlichen Verhältnissen und er meint, ja, das lag halt eben da dran und sie hat sich dann eher für den Reichen entschieden, aber so die wahre Liebe schlägt eigentlich für ihn und er versucht jetzt mit aller Macht diese Liebe zurückzugewinnen und das endet natürlich, man kann sich denken, ziemlich tragisch, allerdings vielleicht anders, als man es erwarten würde, denn es gibt später ein Aufeinandertreffen aller Charaktere in einer Wohnung und da gibt es eine große Aussprache und man verlässt diese Wohnung und danach kommt es zu einem Unfall und ein Todesfall. Ja, das führt dann dazu, dass es später dann leider noch eine Person sterben wird, die sehr entscheidend für dieses, ich will es nicht allzu sehr vorreden, aber vielleicht habt ihr auch den Film gesehen, ich erzähle euch hier gar nichts mehr Neues. Da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht kennt, gespannt sein. Also es ist tatsächlich eine sehr interessante Erzählung. Ich sag mal, wenn ihr den Film gesehen habt, weiß ich nicht, ob das Hörspiel sich noch großartig lohnt, weil so viel anders oder so viele andere Akzente kann man hier gar nicht setzen. Was man allerdings an anderen Akzenten setzt, ist die Besetzung. Die setzt man nämlich ziemlich konträr gegen den Film, was ich auch ziemlich gut finde, weil ich den Film teilweise ein bisschen zu klischeehaft und zu comichaft besetzt finde oder insgesamt inszeniert finde. Das finde ich hier beim Hörspiel schon deutlich besser. Das orientiert sich schon. Es wirkt ein bisschen realer, nicht so ja übertrieben und zu ausgestaltet. Also wie gesagt, zu comichaft, wie mir der Film vorkam. Also das hat man hier schon wesentlich besser im Griff und insofern, wenn ihr die Wahl habt, Film oder Hörspiel, würde ich euch auf jeden Fall hier zum Hörspiel raten. Alles klar. Also liest sich auch sehr namhaft und schön. Also es ist ein toller Stoff, gibt's nichts. Ja. 235 Seiten übrigens. Okay, das ist überschaubar, ja, tatsächlich. Eine Ausgabe, die ich jetzt gefunden habe. Ja, dann habe ich noch was gehört und zwar die Kader. Ja, ich fange. Wir sind in der TH-Folge, das passt. Ah, das ist so, also das ist wirklich, das ist für mich die Hölle. Als eh schon so einen leichten S-Fehler, dann noch Dialekt und absolut nicht in der Lage, ein TH vernünftig rüberzubringen. Die Casa Highsmith oder Highsmith meets Highsmith von, beziehungsweise zum Teil von Patricia Highsmith, kann man hier nicht so eindeutig sagen, denn Nicole Paulsen hat hier sich die Tagebücher und Notizbücher, die erst 1995 aufgetaucht sind, von Patricia Highsmith genommen und hat die in ein Hörspiel gesetzt und damit so eine Art Biografie gemacht, was es eigentlich eher ist als Hörspiel. Es ist deutlich dichter am Feature dran, aber es ist nach der wunderbaren Definition von Andreas Ammer, wenn es die Hörspielredaktion bezahlt, ist es halt ein Hörspiel. Und so ist es auch hier und so war ich dann so ein bisschen,
Naja, enttäuscht kann man nicht sagen, weil der Titel und auch der Klappentext, der verrät ja schon, in welche Richtung das geht. Ja, man erfährt hier viel über die Figur Patricia Highsmith, was auch sehr interessant ist, weil das ja auch ein Charakter war, der sehr ungewöhnlich für die Zeit war, sehr modern. Also Patricia hat versteckt lesbisch gelebt, aber ja, beziehungsweise das war immer so ein offenes Geheimnis, war natürlich total verpönt, aber irgendwie wusste man das wohl und ja, hat sich da wohl auch keinen großen Kopf drum gemacht und über dieses interessante Leben, da erfährt man doch schon relativ viel, aber jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen würde, okay, es ist jetzt sowas Besonderes. Ich sag mal, wenn man über Highsmith noch nie was erfahren hatte, was jetzt bei uns ein bisschen schwierig ist, weil man durch die relativ vielen Umsetzungen in letzter Zeit doch immer schon viel Biografisches erfahren hat. Ich erinnere mich an diesen einen Fall, den sie hatte, der da in Algerien oder so spielt. Den hatten wir ja vor, lass es vielleicht 2 Jahre her sein, hatten wir den hier mal als Radioempfehlung drin. Und da war ja auch schon viel Autobiografisches drin, was auch mit diesem Hörspiel schon begleitet war. Und da waren wir relativ gut informiert darüber. Und deswegen habe ich jetzt hier auch nicht viel Neues erfahren. Aber wenn ihr über Highsmith noch gar nichts wisst, dann ist es auf jeden Fall ein Ohr wert. Ist auch trotzdem schon viel Interessantes drin. Auch wenn man da vieles weiß, kann man da noch den einen oder anderen Punkt abholen und vielleicht die ein oder andere Verknüpfung wird ihr noch gefüllt. Aber letztlich fand ich es ja für einen Hörspieltermin ein bisschen verschenkte Zeit. Hätte mir eher beim Feature gefallen, auch wenn es ein bisschen hörspielerisch angehaucht war, vielleicht für einen Featureplatz. Aber ja, ist halt so ein Grenzgänger. Alles klar. Ja. Ja, dann bis gleich. Bis gleich, genau. Jetzt hören wir gleich weiter und gucken mal, was uns dann erwartet. Mhm. 3 Fragezeichen. Oh je. Yeah.